Das beste kostenlose Antivirenprogramm zu finden ist gar nicht so einfach, vor allem wenn so viele Anbieter negative Bewertungen haben oder fragwürdige Funktionen anbieten. Nach gründlichen Tests bin ich jetzt also bereit, dir die aktuell besten kostenlosen Antivirenprogramme für den PC vorzustellen mit allen Vor- und Nachteilen, die sie mit sich bringen. Und schnell noch ein kleiner Tipp, abonniere den Kanal, um mir zu helfen, die 5000 Abonnenten zu erreichen und verpasse dadurch kein Update mehr. Okay, also, als erstes ist mir das kostenlose Antivirenprogramm TotalAV aufgefallen, das bei unabhängigen Prüfern einen ziemlich guten Ruf genießt. Kürzlich erhielt TotalAV 6 von 6 Punkten in den Bereichen Leistung und Benutzerfreundlichkeit und 5,5 Punkte im Bereich Schutz. Außerdem konnte die Software bei den jüngsten Tests 98% der Zero-Day-Bedrohungen abwehren, also nur geringfügig weniger als der Branchendurchschnitt, und 100% der 4 Wochen alten Malware blockieren. So bleibst du also vor alten und neuen Bedrohungen geschützt. Unabhängig davon, welche Version du dir holst, ist die gerade erwähnte Sicherheit immer die gleiche. Die Funktionen können aber variieren. Ist dieser beste kostenlose Antivirus-Kandidat für PC dann also immer noch High Quality? TotalAV legt bei dieser Frage einen guten Start hin, denn es bietet nicht nur Schutz für Windows und Mac, sondern auch für Android und iOS. Was die Sicherheitsfunktionen angeht, bietet TotalAV in der kostenpflichtigen Version einen Echtzeitscan, wohingegen die kostenlose Version mit dem einzigartigen Smart-Scan-System arbeitet. Das ist zwar nicht so gründlich wie der Echtzeitscan, aber es sucht trotzdem nach Malware, entfernt jeglichen Müll, der dein Gerät verlangsamt, und bewertet dann auch noch, wie sicher dein Browser ist. Außerdem gibt es eine Safe-Site-Erweiterung, die mit den Browsern Chrome, Firefox und Edge funktioniert. Sie hilft dabei, Cookies und den Browserverlauf zu löschen und Tracker zu blockieren. Wenn ich die kostenlose Version gründlich mit der Premium-Version vergleiche, bietet das Upgrade einige sehr attraktive Extras. Zum Beispiel gibt es ein sicheres VPN, das über 100 verschiedene Serveroptionen an 48 Standorten bietet. Das ist ideal, um meine IP zu verstecken und meine Privatsphäre beim Surfen zu schützen. Es gibt zwar ganz bestimmt noch bessere VPN-Optionen da draußen, aber ich fand, dass die Geschwindigkeit ziemlich schnell war, sodass sich der Premium-Preis durchaus lohnt. Zu den weiteren nützlichen Premium-Tools gehört außerdem der Werbeblocker, der all die lästigen Banner und Pop-ups erfolgreich blockieren konnte. Die Funktion Systemoptimierung hat meinen Junk-Speicher und doppelte Dateien aufgeräumt und mir gezeigt, welche ungenutzten Apps bei mir herumliegen und unnötig Platz wegnehmen. Also, ja, der kostenlose Tarif bietet einen guten Schutz für Einsteiger, aber für fortgeschrittene Aufgaben oder zum Schutz vor komplexen Bedrohungen solltest du die Premium-Version in Betracht ziehen. Wenn du dich entscheidest, alle Vorteile von TotalAV Premium zu nutzen, habe ich in der Videobeschreibung unten einen exklusiven Rabattlink eingefügt. Und falls du doch noch nicht bereit bist zu investieren, dann habe ich im Folgenden noch mehr kostenlose Optionen für dich im Angebot. Thema Sicherheit. Der kostenlose Bitdefender-Tarif für Antivirenprogramme hat beim Testen einige beeindruckende Sicherheitsmaßnahmen gezeigt. Es konnte 90% der schädlichen Dateien erkennen, die ich eingeschleust hatte, und das alles, während es nahezu unbemerkt im Hintergrund lief und die CPU meines Systems nicht allzu sehr belastet hat. Außerdem bietet Bitdefender im Gegensatz zum kostenlosen Tarif von TotalAV einen Echtzeitschutz, der mein Gerät ständig überwacht. Bitdefender bietet nicht nur einen großartigen Malware-Schutz, sondern auch einige großartige kostenlose Funktionen, wie zum Beispiel einen hochwertigen Phishing-Filter, der jede von mir besuchte Website scannt und dafür sorgt, dass meine Daten nicht im Dark Web auftauchen. Aber die kostenlose Funktion, die mich am meisten beeindruckt hat, ist definitiv die Advanced Threat Defense. Sie überwacht alle Programme auf meinem Gerät und prüft, ob sie sich verdächtig verhalten, zum Beispiel zu viel Daten verbrauchen oder Änderungen an den Hintergrundaktivitäten vornehmen. Wenn ein bösartiges Verhalten festgestellt wird, wird das Programm markiert und zu einer genaueren Untersuchung weitergeleitet. Der größte Nachteil von Bitdefender ist wahrscheinlich, dass sie nur einen kostenlosen Virenscanner für Mac-Nutzer anbieten und die iOS-Version nur minimale Funktionen hat. Die erweiterten Tarife enthalten dann einige wirklich nützliche Funktionen wie Kindersicherung, Geräteoptimierung, einen Passwortmanager und sogar ein VPN.
Insgesamt würde ich sagen, dass der Basistarif von Bitdefender der beste kostenlose Virenschutz für Windows 10 ist und auch wenn er nur ein Gerät abdeckt, finde ich, dass seine erweiterte Sicherheit und sein Schutz ihn zu einer großartigen Option machen. Aber auch hier gilt, wenn du die erweiterten Funktionen ausprobieren willst, musst du die Testversion nutzen oder direkt auf Premium upgraden. Alright, weiter mit dem nächsten Kandidaten. Der kostenlose Tarif von Avira enthält nicht nur ein VPN, sondern auch einen recht simplen Passwortmanager. Zwar ist das VPN auf nur 500 MB pro Monat begrenzt, aber es ist trotzdem cool für einfaches internationales Surfen. Dieses kostenlose Antivirenprogramm hat einige gute Funktionen am Start, wie zum Beispiel die Browser-Erweiterung Safe Shopping, die dabei hilft, betrügerische Websites und Tracker zu vermeiden. Außerdem verfügt es über ein nützliches Preisvergleichstool. Mit der Funktion File Shredder kannst du Programme und Dateien dauerhaft löschen. Das ist super wichtig, weil Hacker immer noch auf Dateien zugreifen können, die bereits in den Papierkorb verschoben wurden. Und schließlich fand ich auch die Passwortmanager-Funktion eine 1A-Erweiterung, da sie nicht nur sichere Passwörter für meine Konten erstellt, sondern auch alle meine Daten auf allen Geräten synchronisiert. Während ich bei Aviras Antivirenprogramm schon einige einzigartige Add-ons gefunden habe, bietet der Premium-Tarif mit dem Software- und Treiber-Updater eine noch viel solidere Sicherheit. Dieser schützt dich vor Sicherheitslücken und aktualisiert sich bei Bedarf automatisch. Leider hast du mit dem kostenlosen Tarif keinen Zugang zum Kundenservice, daher ist dieser Kandidat wahrscheinlich nicht die beste Option für alle, die noch keine Erfahrung mit Antiviren-Softwares gesammelt haben. Der kostenlose Tarif von Avira lässt zwar einige wichtige Funktionen vermissen, aber der Echtzeitschutz in Kombination mit fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen macht es zu einem der besten kostenlosen Antivirenprogramme für Windows 11, die es gibt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch ein paar mehr vollständige Funktionen bietet, ganz klar. Aber die Tatsache, dass es überhaupt einen VPN und Passwortmanager hat, macht es definitiv zu einem Juwel unter den kostenlosen Antivirenprogrammen. Und jetzt möchte ich dir noch einen weiteren Antivirenanbieter vorstellen, aber bevor ich genauer darauf eingehe, hast du eigentlich schon mal einen dieser kostenlosen Antiviren-Trials ausprobiert? Wenn nicht, dann berichte ich dir jetzt kurz von den Vorteilen und wie du einen der besten kostenlosen Antiviren-Trial-Tarife risikofrei ausprobieren kannst. Starten wir mit dem bekannten Norton Antivirus 14-Tage-Testprogramm. Es bietet vollen Zugriff auf alle Premium-Funktionen, einschließlich des Schutzes vor Ransomware, die für Cyberkriminelle ja bekanntlich zu einem Milliardengeschäft geworden ist. Die fortschrittliche Software von Norton scannt dein Gerät auf alle gruseligen Dinge wie Spyware und Malware und benachrichtigt dich, wenn etwas gefunden wird und entfernt werden muss. Außerdem ist hier die Firewall-Funktion für mich ein absolutes Muss, denn sie ist komplett anpassbar und hat mehr Funktionen als bei der Konkurrenz. Das VPN ist ziemlich einfach zu benutzen, es ermöglicht dir anonym zu surfen und internationale Inhalte zu streamen. Mit dem Passwortmanager kannst du dich sicher und diskret in alle deine Konten einloggen. Okay, jetzt aber weiter im Text. Wie schneidet mein nächster Anbieter? Bitdefender. Bei der Suche nach dem besten kostenlosen Antivirusprogramm für 2023 ab. Naja, auf den kostenlosen Tarif bin ich ja schon eingegangen und wenn du aktuell noch kein Geld investieren willst, aber trotzdem die fortschrittlichen Funktionen ausprobieren möchtest, dann kannst du den Tarif 30 Tage lang kostenlos testen, ohne bereits deine Zahlungsinformationen eingeben zu müssen. Natürlich bietet es alle Sicherheitsfunktionen, die du von einem Antivirenprogramm erwartest, wie zum Beispiel einem mehrschichtigen Schutz vor Ransomware, eine erweiterte Bedrohungsabwehr, Echtzeit-Betrugsüberwachung und eine Datenschutz-Firewall. Das Systemoptimierungstool hilft deinem Gerät, so effizient wie möglich zu arbeiten, indem es doppelte Dateien und deinstallierte Programme bereinigt. Außerdem gibt es eine Kindersicherungsfunktion, mit der du festlegen kannst, welche Websites auf deinen verschiedenen Geräten besucht werden können und die Bildschirmzeit begrenzt. Das VPN, der Passwortmanager und der Schutz der digitalen Identität sind ebenfalls hervorragende Zusatzfunktionen, für die viele Leute einzeln allein schon eine Menge Geld ausgeben. Und da all diese Antivirenprogramme ständig weiterentwickelt und verbessert werden, solltest du bei uns liken und abonnieren, damit du bei der Suche nach dem besten kostenlosen Antivirus immer auf dem Laufenden bleibst. Mein letzter Testbericht über ein kostenloses Antivirenprogramm ist ein bisschen sowas wie ein Fan-Favorite. Um ehrlich zu sein, fand ich aber die Funktion von Komodo beim Testen etwas fehleranfällig und das Design wirkt auf mich irgendwie ziemlich veraltet. Es gab aber trotzdem einige nützliche Funktionen zu entdecken, wie den Spyware-Scanner und die Defense Plus-Technologie.
Außerdem ist die einzigartige Funktion Game Mode nützlich, wenn du alle Antivirenwarnungen deaktivieren möchtest, die dich beim Zocken stören können. Insgesamt empfand ich Komodo aber als recht langsam und schwerfällig. Der vollständige Scan belastete die CPU meines Geräts echt stark und verlangsamte die Gesamtleistung erheblich. Hinzu kommt, dass das Programm seit 2019 nicht mehr von unabhängigen Experten getestet wurde. Also auch wenn es kostenlos ist, ja, hat es sich auf dem Markt noch keinen wirklich guten Ruf erarbeiten können. Wie wir sehen, ist die Investition in ein hochwertiges Antivirenprogramm wichtig, um unsere Geräte richtig zu schützen. Und um dir dabei zu helfen, habe ich dir, wie gesagt, in der Videobeschreibung ein paar tolle Angebote zusammengestellt, mit denen du ein paar Euro sparen kannst. Alright, das ist sie also, meine Liste der besten Antivirenprogramme 2023, die du kostenlos nutzen bzw. testen kannst. Denk dran, dass es keine kostenlose Option gibt, die dir jemals den umfassenden Schutz bietet, den du wirklich brauchst. TotalAV und Bitdefender scheinen aber definitiv die hochwertigsten und günstigsten Optionen zu sein, die es gibt. Wenn du meinen Tipp willst, solltest du zuerst beide kostenlosen Testversionen ausprobieren, bevor du dich dann letztendlich für diejenige entscheidest, die deinen Sicherheitsbedürfnissen am besten entspricht. Tausend Dank fürs Interesse, like, subscribe und bis bald.